Huhu Leute, ich bin Flasche, willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey, DLC Nummer 2, das Schicksal von Atlantis, Episode 3. Wir sind dabei, uns eine legendäre Armor zusammen zu farmen. Dafür müssen wir 5 Gebiete clearen. Wir sind jetzt hier vor dem 4. bereits und wir werden jetzt mal schnell gucken, dass wir hier alles aufgedeckt kriegen in diesem Gebiet, damit wir dann möglichst schnell dann auch weiter mit unseren normalen Quests machen können. Wie ihr seht, gibt es hier ziemlich viel. Das hier scheint ein größeres Gebiet zu sein. Irgendwas ist hier noch. Genau da. Boah, das ist echt... Das ist echt ein großes Gebiet hier. Aber sowas macht ja meistens Spaß. Von daher werden wir jetzt mal gucken, dass wir das Ganze hier abquesten können. Einigermaßen sinnvoll. Vielleicht ohne 1000-mal hin und her zu rennen. Mal sehen. So, holen wir uns erstmal den. Ja, gut. Klappt ja 1A, wie das mal wieder hier geht. Aber schon mal gut. Schon mal kein Alarm ausgelöst bei dem ersten Gegner. Auch das ist ja nicht immer der Fall. So, der kommt eventuell gleich sogar die nervige Leiter hochgeschissen. Die kommt da nicht. Okay. Ist natürlich blöd jetzt. Der wird uns vermutlich sehen, aber ich werde gleich einfach auf den zusprinten und den einfach so holen. Genau, so. Da haben wir einen Koloss. Da kommt noch einer, der nicht aufgedeckt ist. Da, so. Oh, da ist aber noch irgendwas zum Aufdecken, sehe ich gerade. Wo ist es? Ja, irgendwas habe ich da gerade aufgedeckt. So. Dann holen wir uns jetzt aber erstmal den hier. Oh, da wäre ich fast im Feuer gelandet. Dann hätte ich mich vermutlich angezündet und wäre direkt gestorben hier am Anfang. Das wäre auch wieder so richtig typisch gewesen. Aus Versehen im Feuer gelandet. Das Feuer hat mich so schnell, bevor ich reagieren kann, runtergetickt mit meinen wenigen Lebenspunkten. Dass ich dann wieder direkt alles neu hätte machen können. Das ist ja leider auch schon öfter mal vorgekommen. So, da haben wir... direkt so ein Ding zum Kaputten. Hallo. Manchmal trifft man die echt beschissen, muss ich sagen. So. Da machen wir einfach so. Auf den, dann auf den. Natürlich sieht man die jetzt wieder nicht. Ja, es war so klar, dass die mal wieder nicht sichtbar sind. Aber wenigstens können wir jetzt hier ein bisschen Adrenalin aufbauen. An dem. Dann war es das nämlich auch schon wieder gleich. Oder kommt schon der nächste, okay. Dann noch die schnell weg. Den noch schnell killen, so. Oh, oh. Okay, vielleicht sollten wir doch das hier anmachen, so. Weil der hat sich auch gerade gebufft, die Sau. Aber jetzt haben wir es wenigstens hier. Haben wir einmal aufgeräumt. Jetzt sind wir wieder normal. Dann holen wir uns mal den Typen da. Aber wie holen wir uns den am besten? Mal ranlocken, oder? Genau. Und wenn der kommt, müssen wir nur ein aufgeladenes Ding hinkriegen. Und zwar jetzt. Ja, klappt. Und dann haben wir nämlich, glaube ich, auch schon, das ist direkt... Oder ist das einer von denen? Nee, ist nicht einer von denen, die wir töten müssen. Okay, ich dachte, das ist vielleicht schon der, der die Legendary Armor hat. Die wir uns hier holen müssen in dem Gebiet. Aber war nicht der Fall. So, wo haben wir denn jetzt noch Sachen, wo wir wirklich hin müssen? Wir müssen nach oben, habe ich das Gefühl. Ja, wir müssen irgendwie mal Richtung oben, weil da scheint einfach mehr zu sein und interessantere Sachen. Damit wir hier das Gebiet auch gleichzeitig haben. Dann müssen wir vielleicht gar nicht alle töten. Oh. Ups. Den wollte ich zwar eigentlich nicht auf den Koloss, aber hat auch geklappt. Von daher beschwere ich mich nicht. Müssen wir nur gucken, dass wir den Typen da töten. Der andere läuft ja eh gerade woanders lang. Da ist mir das egal. Läuft nämlich da oben lang. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Nee, hat er nicht. Sehr gut. Vollidiot. Und dann den hier holen. So. Hat doch schon mal gut geklappt. Dann holen wir uns jetzt noch das. Ah, natürlich trifft man das jetzt wieder nicht so seitlich. So. Hat er das jetzt gesehen? Müssen jetzt aufgestanden, der Sack. Den wollte ich doch eigentlich easy
mit einem Attentat einfach wegholen. Jetzt kommt der hier irgendwie angerannt, hä? Das weiß niemand, aber es hat geklappt auf jeden Fall, von daher alles gut. So, jetzt gehen wir einfach zu dem orangenen Zeug und das ist vielleicht sogar auch der Polemarch. Polemarch. So. Was ist er vielleicht? Ich erkenne immer noch nicht diese Symbole. Sobald irgendeiner irgendwie so ein goldenes Symbol an sich dran hat, ist das für mich einfach ein Boss. Und ich unterscheide da nicht zwischen Befehlshaber, Polemarchen oder sonst irgendwas. Ich erkenne die ganzen Symbole da eh nicht. Von daher, sobald einer so eine Krone hat, heißt das für mich, das ist er vielleicht. Ja, das ist er aber. So, müssen wir den mal so holen. Der hat das sogar überlebt. Helmi heißt der. Nee, Helmis. Aber das war's auch schon. Sehr gut. So, dann müssen wir nur eben den Tod bestätigen. Machen wir eben schnell. Dann haben wir nämlich das nächste Teil der Armor. Sehr gut. Dann fehlt jetzt nur noch ein einziges Teil davon. Jetzt müssen wir hier noch schnell das holen. Weil wir brauchen ja dieses Wissen. Auf jeden Fall. So. Das haben wir also auch. Wir sind jetzt sogar gleich schon Stufe 2 Wissen, was auch eine Top-Sache ist. So, das holen wir uns auch noch. Okay, falsche Seite. So, Mestor, persönliches Tagesbuch. Wir haben durch Handelsschiffe Berichte aus unseren beiden Schwesterreichen erhalten. Es sieht schlimm aus. Persephone und Hades haben beide den Kontakt abgebrochen. Es wird nicht lange dauern, bis Atlantis dank der Gesetze meines fremdenfeindlichen Vaters in völliger Bedeutungslosigkeit versinkt. Jemand muss etwas tun. Jetzt warten wir mal auf den und dann wird er nicht damit rechnen, dass auf einmal jemand über die Steinplatte gesprungen kommt. Nicht jetzt und dann ihn von oben ermeuchelt. Was fehlt jetzt noch? Es fehlt noch ein Befehlshaber und eine Fackel. Wo ist denn die Fackel? Da ist die Fackel und das ist auch ein Befehlshaber. Sehr gut, das passt doch alles perfekt zusammen. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach da hinten und dann müssen wir auch gar nicht mehr machen, weil dann haben wir nämlich alles, was uns irgendwie hilft, haben wir dann bereits schon fertig. Weil, alle... Oh, was passiert denn da? Was macht der Typ denn da gerade? Warum springt er da so zwischen den Pflanzen rum und alles? Hat er mich jetzt gesehen? Nein. Scheiße, hab ich das wirklich gesehen? Nein, hast du nicht gesehen, aber komm trotzdem mal her. Ja, genau. Jetzt komm doch einfach mal her, Kollege. So, hinter mir ist niemand, sehr gut. So. Und dann geht's da einmal hoch. So, hoch. Und dann einmal das kaputt machen. Jetzt fehlt... Oh, die kommen da sogar gerade hochgeklettert. Gibt es hier auch irgendwie irgendwo ein Versteck? Ja, jetzt hier irgendwie so. Bleiben die jetzt da oder nicht? Oder wie sieht das jetzt aus hier? Steht der wirklich total beschissen? So, dass man nicht an ihn rankommt, kann das sein? Hä, wo kommt der denn jetzt her? Was war denn das jetzt? Hä, war das der andere, der noch da war? Ist der jetzt hier irgendwie außen hochgeklettert, oder? Was hat er da gerade gemacht? Natürlich komme ich nicht an den ran. Na gut, dann müssen wir das so machen, weil so komme ich nämlich an den ran. Und dann haben wir das hier nämlich auch schon fertig. Sehr gut. Das nächste Gebiet ist abgeschlossen, Leute. Wir machen Fortschritt. Jetzt muss ich mal gucken. Ist das nächste jetzt wieder ein Fragezeichen? Nein. Wir könnten jetzt mal noch da gucken. Aber wie kommen wir da am besten hin? Von hier aus, ne? Entweder von hier aus. Obwohl, ich gehe, glaube ich, von hier aus. Von diesem Ding. Weil dann können wir direkt mal gucken, was für eine Tür dieses... Hüterin der Geheimnisse, das hier unten ist, was da im Süden ist. Das werden wir dann mal schnell abchecken. Dann das Fragezeichen im Norden, das ist vermutlich das letzte Doma, dass wir dann die Armor fertig haben. Das heißt, die Quest wäre dann auch schon mal durch. Und dann machen wir, glaube ich, insgesamt echt gute Fortschritte. So, das heißt jetzt dahin. Dazu müssen wir eigentlich nur da unten an Hafen. Da ist nämlich, da sehe ich nämlich schon ein paar Schiffe stehen. Ja. Die müssen wir uns einfach nur schnell schnappen. Schnapsen müssen wir uns die. Oh oh.
Okay. Gar nicht so schlimm. Ich dachte, ich springe deutlich zu weit nach unten. Aber es geht noch. So, was sind das eigentlich für komische Viecher, Soldat? Was sollen das sein, das hier? Sieht irgendwie echt komisch aus. Wie so eine Art aus Mischung aus, keine Ahnung, Nilpferd und Missgeburt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Naja, so, wo waren jetzt die Schiffe hier, ne? Gib mir bitte eins. Ein gutes, aber das kleine reicht mir. Okay, das, was ich gesehen habe, war gar kein Segel, sondern anscheinend Flaggen. Aber egal, es hat mich trotzdem in die richtige Richtung gelenkt, von daher alles gut. Und dann beschleunigen. So. Hoffentlich ist das jetzt hier auch eine Stufe 1 Tür. Weil sonst hätten wir ganz schön Zeit verplempert. Aber so oder so finden wir zumindest raus, was für eine Tür das hier ist. Von daher wird das schon passen. So, was haben wir jetzt hier für eine Tür? Mal sehen. Und es ist eine Tür, durch die wir durch können. Dann ist ja alles gut. Jetzt müssen wir nur schnell wieder gucken, dass wir Ikaros beschwören können, damit wir wenigstens wissen, in welche Richtung wir laufen müssen. So, alles in diese Richtung da hinten. Okay. Gegner, Gegner, Gegner. Kiste, alles andere Zeug auch noch. Okay, das soll erstmal reichen. Okay, aber schön, dass wir da einfach rein können. Das freut mich. Das ist natürlich eine Top-Sache. Und hier scheint man auch einfach so rein zu können. Hier braucht man gar keine Intelligenz. An der Tür ist anscheinend nichts dran. Zumindest so, wie ich das jetzt auf den ersten Blick gesehen habe. Das heißt, das hier kann man eventuell schon direkt von Anfang an holen, wenn man da Bock drauf hat. Vielleicht. Aber in jedem Fall bringt uns das insgesamt weiter. Direkt aus mehreren Gründen. Erstens, wir kriegen den nächsten Skill, was eine Quest ist. Zweitens, wir werden vermutlich den nächsten Barren bekommen, da oben, was eine Quest ist. Und wir werden auch noch weiter Wissen bekommen, was ebenfalls eine Quest ist. Also, wir machen im Prinzip direkt jetzt drei Sachen für drei Quests. Das ist echt krass. Bevor wir uns das alles holen, machen wir hier erstmal einmal leer. Oh, wie rum stellt er sich jetzt? Ah, der läuft. Okay, von mir aus. Das kann er von mir aus machen, so viel wie er will. So. Oh, oh. Jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, der hat mich gesehen. Mist, du. Dann machen wir hier eben schnell so was. Machen wir direkt weiter auf den, wenn wir schon mal dabei sind. Kostet ja nichts, dann einfach weiter zu verketten. Von daher, da können wir natürlich solche Sachen dann direkt nutzen. Den holen wir jetzt einfach so. Hallo. Okay, ich habe die ganze Zeit F gespammt, aber irgendwie ist es immer anscheinend genau in dem Rhythmus, wo ich F gespammt habe, hat das auch irgendwie geflackert und ist immer wieder ausgegangen oder so. Zumindest sah das so aus. Jetzt holen wir uns das hier noch schnell. Scanne die ISU-Datenbank. Machen wir. So. Nächstes Wissen. Oh, jetzt sind wir kurz vor Stufe 2. Sehr gut. Das werden wir bald haben. So. Dann holen wir uns noch... Also das wollte ich jetzt so nicht machen, aber egal. Machen wir das trotzdem einfach. Das können wir uns auch auf dem Rückweg holen. Holen wir uns erstmal den Skill hier. So. Mal sehen, was wir jetzt bekommen. Und es ist Segen des Kronos. Und wir haben dadurch sogar auch Wissensstufe 2 erreicht. Auch sehr gut. Cool. So, gucken wir uns mal Segen des Kronos an. Wo haben wir das? Ich sehe es gerade nicht. Ah, hier unten. Bei unserem Gift-Ding. Das müssten wir aber erst weiter upgraden. Das müssen wir dann auch mal machen. Und dann kriegen wir Segen des Kronos. Kronos schenkt dir ISU-Kräfte. Für 15 Sekunden erhältst du 50% mehr Adrenalin, wenn du Schaden anrichtest. In dieser Zeit bist du immun gegen ISU-Adrenalinentzug und einfrierende Effekte. Okay, auch nicht schlecht. Das heißt, man hat dann seine Waffen selbst nicht mit Gift verbessert, sondern
mit ja, diesem Isu-Zeug. Und dann baut man, während man kämpft, mehr Adrenalin auf. Und man kann von diesen Isu-Angriffen, die einem das Adrenalin abziehen oder sogar auch komplett einfrieren, gibt's ja auch. Solche Attacken können die ja auch machen. Das haben wir zwar in diesem ganzen Add-on, das wir spielen, so gut, fast, also ab und zu schon, aber so gut wie noch nie erlebt, dass das mal passiert ist, da wir durch unseren Spielstil halt so gut wie nie direkt gegen Isu, Wächter kämpfen. Im direkten Kampf und vor allem schon mal nicht gegen mehrere gleichzeitig. Von daher war das bisher eigentlich, ist uns das gar nicht aufgefallen, dass die das können. Aber wenn wir uns mal ganz an den Anfang von der ersten Episode und da auch noch an die, ans zweite DLC zwar, weil da trifft man ja erst auf die ISO, zweite DLC, aber die erste Episode und auch die erste Video-Episode erinnern, da wurde das nämlich gesagt, dass die das können, dass die so dieses Adrenalin einfrieren können und sowas. Und das haben wir aber nie so wirklich gesehen, weil das einfach nicht vorgekommen ist durch den Spielstil. So, jetzt haben wir das auch fertig. Adamant ist kostbare Metall im Herzen aller Edensplitter. In Form von verarbeiteten Barren kann es in der Schmiede von Atlantis benutzt werden, um legendäre Waffen herzustellen. Einige Adamantbarren befinden sich schwer bewacht in den Archiven von Atlantis. Okay. Wir haben jetzt aber das schon mal fertig. Und das hier haben wir auch so gut wie fertig. Sobald wir uns das hier noch holen. So, Bericht der Botschaften von Atlantis, Zyklus Bla. Nachdem die Vorhersagen des Solardynamik-Observatoriums zur Sonneneruption beim Gipfeltreffen der drei Schwesterreiche präsentiert wurden, stürmte Hermes Persephones höchster Wissenschaftler und Ingenieur davon. Die Lage zwischen den Schwesterreichen ist angespannt, aber von allen Gefolgsleuten Persephones sollte gerade Hermes der Vernunft offen gegenüberstehen. Unserer Delegation blieb nichts weiter übrig, als sich an Hades selbst zu wenden. Der wahnsinnige König schien fast zufrieden angesichts der völligen Vernichtung. Wir haben nun also einen König, dem es nach Blut dürstet, eine Königin, die keine andere Wahrheit als ihre eigene annimmt und den Dreizack-König, der sich in seinem Turm einschließt. Es scheint, als wäre die solare Instabilität unsere geringste Sorge. Hier, das ist interessant. Hier wird von diesen Sonneneruptionen geredet. Und soweit ich das weiß, war genau das damals die Hauptstory der modernen Geschichten aus den alten Assassin's Creed-Teilen. In den ersten paar Assassin's Creed-Teilen spielt man ja in der modernen Welt nicht Layla Hassan, sondern Desmond. Und ich glaube, in dieser modernen Weltgeschichte von den allerersten Assassin's Creeds damals ging es darum, dass diese Sonneneruptionen... Ich weiß nicht, ob die auch die Isu wirklich tatsächlich ausgelöscht haben oder ob die Sonneneruption nur jetzt gerade in der modernen Welt damals bei Desmond kurz bevorstanden und auch gedroht haben, die Welt zu zerstören oder sogar beides. Ich glaube fast, dass es so war, dass die Isu durch diese Sonneneruption im Prinzip ausgelöscht worden sind und jetzt die nächsten Sonneneruptionen kurz davor waren, die Menschen auszurotten oder irgendwie sowas. Und ich glaube, darum ging es damals. Das musste Desmond in der modernen Welt machen. Irgendwie, keine Ahnung, die Welt vor diesen Sonneneruptionen retten oder irgendwie sowas. Wie gesagt, ich habe die alten Assassin's Creed-Teile nicht gespielt. Aber das, was ich so nebenbei so mitgekriegt habe, da war irgendwie sowas. Da gab es damals auch eine andere Isu-Frau, die hieß Juno, glaube ich. Und die war, glaube ich, mit einer der Hauptverantwortlichen, die, glaube ich, die Menschen auslöschen wollte oder irgendwie sowas mit solchen Sonneneruptionen oder keine Ahnung, ob die gezielt gemacht haben oder nicht. Aber irgendwie war da, glaube ich, im eine so eine Isu, halt diese Juno oder wie die hieß, die war, glaube ich, so der Hauptantagonist der alten Assassin's Creed-Teile der modernen Welt. Oh, hier ist das die Map zu Ende. Und da musste man, wie gesagt, die wollte, glaube ich, die Menschen ausrotten und wollte deswegen, dass diese Sonneneruptionen irgendwie durchkommen. Oder irgendwie, ich weiß das nicht mehr genau. Wer von euch die alten Assassin's Creed-Teile kennt, der kann das ja mal schreiben. Wie gesagt, ich bin nicht der Assassin's Creed-Experte. Ich bin halt erst durch hier Odyssey sozusagen zum Assassin's Creed-Experten geworden. Alles, was davor war, weiß ich wirklich nicht. Aber ich weiß, dass ihr euch da zum Teil echt gut auskennt. Von daher kann das, glaube ich, mal jemand schnell zusammenfassen, wie das damals nochmal war, wie das mit Juno und den Sonneneruptionen war oder irgendwie sowas. Das werdet ihr schon hinkriegen, denke ich mal. So, jetzt müssen wir hier schnell hochklettern und dann mal in das letzte Doma, was noch fehlt. Ich hoffe, das ist auch das Richtige hier.
aber es ist auch das Einzige, was hier im äußeren Ring überhaupt noch über ist. Von daher wird das schon das Richtige sein, denke ich. Gucken wir einfach mal. Scheint auch ein bisschen größer zu sein. Aber eins von diesen befestigten Domas fehlt ja, glaube ich, auch noch. Es waren, glaube ich, zwei befestigte. Der befestigte von Autochton. Autochton, genau, das ist es. Perfekt. Gut, das heißt, das haben wir auch schon mal gefunden. Dann werden wir hier auch mal schnell gucken. Oh, irgendwas hat mich schon gesehen, oder? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Hä, warum habe ich da gerade so ein Geräusch gehört, als ob ich entdeckt worden bin? Komisch. Naja. So, ja, das ist das Archiv. Da haben wir einen Boss. Da haben wir sowas. Boah, jetzt ist echt ein größeres Gebiet hier auch. Was haben wir denn überhaupt alles? Was müssen wir da finden? Boah, wie viele Gegner sind da denn überall? Also wir haben drei Fackeln des Hypnos, die wir irgendwie finden müssen. Da haben wir schon mal eins. Da haben wir zwei. Da haben wir die Datenbank. Dann fehlt eigentlich nur noch die eine Fackel. Die wird vermutlich auf der anderen Seite sein. Ach ne, hier, oder? Oder ist das die, die ich schon gesehen hatte? Ja, das ist die, glaube ich. Okay, irgendwie fehlt noch eine Fackel, glaube ich. Aber die sehe ich auch sonst gerade nicht. Ist auch eigentlich egal. Die werden wir schon irgendwie finden. So. Das heißt, hier den, dann weiter auf den. Dann haben wir nämlich schon mal direkt zwei Befehlshaber weg, oder? Irgendwie geht es jetzt auch noch weiter. Auf den da. Und noch weiter auf den. Okay. Dann haben wir es jetzt, glaube ich, auch hoffentlich mal geschafft, genau. Dann können wir da oben das Ding zerballern. Oh, der hat davon Schaden gekriegt, der Typ da oben. Dadurch, dass das explodiert ist. Und der ist jetzt auch irgendwie gestunt oder irgendwie so. Ich hoffe, das heißt nicht, dass der jetzt gleich Bock hat, volle Kanne, zu dieser Fackel da zu rennen. Darum sollte ich mal ganz schnell zu dieser Fackel hingehen, auch wenn der Typ da gerade runtergesprintet kommt. Ich gehe jetzt mal zu dieser Fackel und mach die mal schnell. So. So. Fackel aktivieren. Gut. Dann haben wir das nämlich schon mal geklärt. Der Typ ist jetzt da unten. Ja, der kann da mir aber gestohlen bleiben da unten. Ich hole mir jetzt den Typi hier. Der Koloss wird das hoffentlich nicht sehen. Aber bei Schleichangriffen sehen die das ja meistens nicht, die Vollidioten. Dann holen wir uns das hier auch noch. So. Alles klar. Dann, was haben wir hier sonst noch alles? Da haben wir noch so einen. Ah, das ist der Haupttyp, der Polemarch, der das letzte Rüstungsteil hat. So. Der ist richtig schön seitlich geflogen. Das sah lustig aus. So, dann holen wir uns den jetzt nämlich einmal. Und dann haben wir nämlich die Quest fertig. Mit der Armor. Sehr gut. So, die ist also fertig, wie ihr seht. 1A, alles gut. Und sogar auch Level. Jetzt können wir hier sogar auch noch das nächste Ding holen. Autochton, persönliches Tagebuch. Was ich über Projekt Olympos weiß, ist dies. Sie brauchen Nahrung, viel davon. Gerne ernte ich ihren Anteil und versorge sie mit allem, was sie brauchen. Denn ich weiß, mit ihrer Arbeit werden sie Licht in die kommenden Zyklen bringen. Doch Nahrung wird knapp. Wer oder was könnte so viel essen? Okay, was ist dieses Projekt Olympos? Da haben wir jetzt schon mehrfach drüber gehört. Bisher habe ich gedacht, das sind einfach die Menschen. Das sind die alten Experimente an den Menschen, die damit gemeint sind. Mit Projekt Olympos. Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Hm. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Ne, wir müssen noch zwei. Wir müssen noch zwei... Ach, da ist noch eine Hypnos-Dings-Scheiß. Teil da unten irgendwo. Wir müssen jetzt erstmal noch das wegmachen. Mann, das ist echt sowas von schwer. Man hat da nur ein ganz kleines Gebiet, wo man überhaupt treffen kann. Wo ist denn jetzt gerade der Chef hingelaufen? Das ist der da, oder? Das ist der Anführer. Denke ich mal. Also hoffe ich mal, dass der das ist. Hey, wieso hat denn der mich jetzt gesehen? Ups, falsche Taste. Ach, fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich gerade Scheiße gebaut. Schnell das anmachen. So. Und dann schnell hier durchkloppen, einfach durch die. Das macht echt viel Schaden hier. Das
man hier für einen Schaden macht. Gut, die haben jetzt hier gerade mich zwar gesehen, aber das ist alles nicht so schlimm. Ich hau jetzt nämlich hier einfach ab und zerballer noch die letzte Hypnos-Fackel, die da hinten irgendwo ist. Und dann können mich die anderen nämlich mal alle kreuzweise. Und dann kann ich mir nämlich einfach abhauen. Weil ich habe hier im Prinzip alles, was ich will. Alles, was ich hier holen kann an Wissen und sonstigen Quest-Items. Von daher zerballere ich das jetzt hier einfach. Wenn ich es dann mal sehen würde. Ah, ich habe mich auch so doof gestellt, dass ich es nicht sehe. So. Zack, dann sind wir hier nämlich fertig. Und dann haue ich nämlich hier einfach ab. Und falls sich noch von denen irgendeiner entscheidet, an diese Fackel zu gehen da oben, dann explodiert der Typ eh. Weil ich habe die ja vermint. Jetzt gucken wir gerade mal, wie es mit den Quests aussieht. Die Schmiede befindet sich im südlichen Teil des Positionen. Achso, stelle eine legendäre Waffe her. Okay, das müssen wir jetzt noch machen. Oder aber hier noch eine besorge rohes Adamant. Das müssen wir auch noch machen. Und wir können aber auch noch ein so ein Ding holen. Das wäre dann da. Das machen wir, glaube ich, jetzt eben schnell. Ich brauche aber ein Boot. Da ist eins. Dann holen wir uns das jetzt nämlich eben schnell. Das letzte Hüterin-Ding, dann haben wir alle Skills haben wir dann. Und dann stellen wir noch eben die legendäre Waffe her. Und dann machen wir unsere Quests weiter. Und so viele Quests haben wir dann auch gar nicht mehr. Dann ist das schon relativ weit, was wir, glaube ich, hier schon sind. Glaube ich. Weil es waren insgesamt gar nicht so viele normale Quests. Hauptsächlich sind das halt diese ganzen Sammelquests. Und die sind halt größtenteils gebunden an diesen Wissenslevel, den man da hat. Auch generell, wie man halt fortschreiten kann. Warte mal, was war denn das hier für ein Gebiet? Was sehe ich denn? Ach, das Iris-Sammlung. Okay, das ist eigentlich egal. Das ist eins von diesen Archiven vermutlich, genauso wie dieses von diesem einen Typen, wo wir mal in sein Gebiet rein mussten, in sein Labor. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß. Zensus oder Konsus? Nee, Konsus, glaube ich, hieß der, glaube ich. Der diese Nanotechnologie zum Heilen entwickelt hatte. Und da finden wir, glaube ich, auch noch so Adamantbarren, wenn wir das unbedingt wollen. Wir werden einfach mal den Dolch herstellen, weil wir sind ja schließlich Assassinenbild. Von daher stellen wir mal einen Dolch her. Und dann gucken wir einfach... Ups. Ja, nee. Dann gucken wir einfach mal. So, die Tür kommt man einfach so rein, so wie es wieder aussieht. Bisschen näher nach hier hinten fliegen. Damit wir hier noch das ganze andere... Obwohl das Gebiet bestimmt einfach genauso aussieht wie jedes andere Gebiet auch. Von daher können wir da, glaube ich, einfach reingehen. Und uns das holen. Ja, man kann hier auch tatsächlich einfach rein. Und es scheint auch wieder ähnlich zu sein, oder? Nee, diesmal sieht es ein bisschen anders aus. Zumindest hier am Anfang. Kann man die kaputt machen, die großen Vasen? Nein. Schade. Erkenntnis des Titanen. Okay. Es hat ein leicht anderes Design, so wie es aussieht. Kann man hier nicht Ikaros holen? Obwohl, nee, stimmt, das ist eine Halle. Ich dachte, man ist hier vielleicht freier Himmel. Nee, es sieht tatsächlich wieder fast so aus wie die anderen Dinge auch. Ja, okay, dann machen wir das hier so. Auf den, dann auf den. Können wir den dann noch sehen? Nein, okay. Dann egal. Ja, laufen bitte. Also das ist irgendwie, ist das neu in Assassin's Creed, dass man total oft nach bestimmten Animationen sich absolut nicht mehr bewegen kann. Dass man ewig einfach rumsteht, ohne dass man was machen kann. Das nervt echt ein bisschen. Toll, den konnte ich jetzt nicht sehen, oder was? Egal. So, weg damit. Alles klar. Dann holen wir uns das eben schnell. Scanne. Bericht aus dem Solardynamik-Observatorium von einer ungewöhnlichen elektromagnetischen Aktivität in der Photosphäre der Sonne. Plötzlich erscheinen kleine dunkle Flecken auf der Sonnenoberfläche. Sonnenflecken haben sich Größe zugenommen, bewegen sich aufeinander zu. Prognosen des Entwicklungsverlaufs des Sonnenflecken weisen auf bevorstehende Clusterbildung hin. Nähe magnetisch aufgeladene Sonnenflecken wird innerhalb der nächsten 300 bis 500 Zyklen zu koronalen Bögen, Rekonnexionsereignissen und Sonneneruptionen führen. Aha. Also da hören wir wieder von diesen Sonneneruptionen. Die ja
ziemlich fies anscheinend sind. Und die ja vermutlich die ISU ausgelöscht haben. Warum dann allerdings die Menschen über das Ganze überlebt haben, keine Ahnung. Weil anscheinend haben ja beide gleichzeitig existiert. Sowohl die ISU als auch die Menschen zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist nicht so, dass die Menschen nach den ISU kamen. Aber vielleicht wie gesagt, habe ich das auch irgendwie... Vielleicht habe ich da falsche Informationen. Die ISU wurden gar nicht durch die Sonneneruptionen ausgelöscht, sondern die haben sich selbst ausgelöscht oder irgendwie sowas. Kann natürlich auch sein. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was das war, da ich die ganzen alten Assassin's Creed-Teile nicht gespielt habe. So, den holen wir einfach so weg. Hallo. Ah, der hat's aber überlebt. Schade. Aber nicht lange. Da wollte ich jetzt nicht extra Adrenalin für opfern. Nur um den da ein bisschen besser wegzuholen. Weil meistens, manchmal hat man ja Glück und die überleben das gar nicht. Und wenn sie es überleben, haben die meistens so wenig, dass man die dann noch relativ einfach töten kann. So, und den nächsten Adamantbarren. Es muss ja theoretisch genug Adamantbarren geben, um 3 legendäre Waffen herzustellen. Das ist schon mal mindestens 9 Adamantbarren, wenn man immer 3 braucht. Das ist echt komisch, dass wenn man auf einen Gegner zuläuft, dass man voll oft... Jetzt kann ich die Kamera nicht mehr nach unten drehen. Doch, jetzt geht's wieder. So... was wollte ich eigentlich sagen? Genau, man braucht immer 3 Adamantbarren pro legendäre Waffe und man kann jede einmal herstellen, so muss es mindestens 9 Barren geben. 4 haben wir jetzt schon gefunden und ich denke mal, die restlichen werden dann in diesen Archiven im mittleren Ring sein. So, jetzt holen wir uns aber noch schnell hier die letzte Fähigkeit, dann haben wir nämlich auch alle Fähigkeiten, die man generell haben kann, haben wir dann komplett alle. Sehr gut. Und wir kriegen Strafe des Kronos. Okay. Gucken wir mal, was das ist. Wo haben wir Dash? Das haben wir hier oben. Okay, das hat was mit diesem Waffenruf zu tun, wo man Bootsleute anheuern kann, die für einen kämpfen. Und jetzt kann man das noch upgraden zu Beschwöre die Macht des Kronos, indem du nur eine gefährliche Kopie deiner selbst erschaffst, die einen Schleichangriff auf dein Ziel ausführt und dabei 100 Attentatschaden anrichtet. Okay, das heißt, man kann aus der Entfernung einfach einen Assassinen rufen, der den Gegner angreift. Ist zwar vom Prinzip her ganz cool, aber jetzt auch nichts so Außergewöhnliches, finde ich irgendwie. Jetzt haben wir alle Skills, die man haben kann und da war nicht dieser Schmetterangriff bei. Das heißt, den muss man noch irgendwie anders machen können. Ich will den Skill hier nochmal benutzen. So, wie macht man jetzt diesen Schmetterangriff? Das kann man nicht sehen. Wie macht man den Schmetterangriff? Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe gerade mal geklickt ohne Ende, aber das war es nicht, um diesen Schmetterangriff zu machen. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht mal googeln oder man müsste es halt mal ganz oft hintereinander versuchen und mal verschiedene Sachen ausprobieren, aber es kostet halt immer Adrenalin und man muss wieder auf Cooldown warten, weil ihr seht, jetzt kann ich ja den Skill gerade nicht benutzen. Das ist halt ein bisschen nervig. Von daher ist es sonst auch einfach scheißegal. Also, so wichtig ist es jetzt nicht. Wir werden uns zwar nochmal, bevor wir den Endkampf von dieser Episode hier machen, werden wir uns nochmal alle Skills angucken und nochmal gucken, ob wir vielleicht nicht doch unsere Skillleiste ein bisschen sinnvoller und besser aufteilen können, gerade weil ja die Endbosskämpfe meistens keine im Anschleich und einfach Meuchelkämpfe, sondern wirklich offene Kämpfe. Und da gibt es vielleicht doch den ein oder anderen Skill, der vielleicht für so einen Kampf da hilfreich sein könnte. Von daher müssen wir dann da mal gucken. Aber als nächstes werden wir jetzt hier zu dieser Schmiede gehen. Das allerdings erst in der nächsten Folge. Da werden wir uns dann den Dolch schmieden, dass wir wenigstens eine legendäre Waffe gebaut haben. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.